Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Und zwar in der 1.4 Version. Also wir haben die Molkerei mit drauf, die Ölmühle. Ja, Bäckerei ist nicht geworden. Okay, aber, ja gut, Ölmühle ist ja auch was. Wer weiß, wofür es gut ist. Mal was ganz Neues. Ich meine, hätten wir im LS17 gar nicht gehabt. So, hier habe ich die vom Fat Action die Ballenlager weggenommen. Und es gab im Mod Hub andere Ballenlager. Die habe ich mir hin platziert, habe die Ballen umgefahren und habe die hier reingesetzt. Der Vorteil bei denen hier, gerade bei der Silage, hier können wir auch Silageballen reinschmeißen, die noch nicht fertig sind, die noch nicht fertig gegärt sind. Also quasi frisch vom Feld können wir die hier reinschmeißen und dann sehen wir hier gären, wie viele Ballen noch in der Gärung sind. Und finde das ganz nett und sind auch platzsparender. Und dann haben wir hier nochmal eine Fläche, wo wir vielleicht nochmal was anderes hinstellen können. Wer weiß, wer weiß. So, ich habe hier Ballen drauf. So, ein paar Ballen. Machen wir mal weg. 38 genau. Die würde ich gerne zu den Schweinen fahren, weil ich habe es geschafft, die Leger rauszulöschen. Also ich habe jetzt keine Ballenlager von Hot mehr drin. Die habe ich aus der Item XML rausgelöscht. Und du kannst mal nach unten. Kein Wehchen. Geradeaus kein. So, dann sollte das hier aber gehen. So. Wir haben es ja ausprobiert. Es funktioniert. Wo waren die drin? Diverse. Ein so ein kleines wollen wir uns ja da unten packen. Das sind die, die ich gesetzt habe. Zurück. Ballenlager gibt es eine eigene Dings. So, wir wollen die hier. Lage für 30 Ballen. Okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr drauf. Aber die... Ups, falsche Richtung. Aber die Schweine brauchen auch Stroh. Mal orientieren hierhin muss ich. So, dann drehen wir den mal. Und packen den... hier vorne mit hin. So, passt. Dann können wir hier vielleicht noch mal ein bisschen das Gras wegmachen. Welche Dings ist das? Das dürfte die sein. Machen wir das Gras mal weg. Bis hier runter. So. So, dann würde ich sagen, können wir hier was habe ich für ein Lager genommen? Zurück. Habe ich kein Gras? Doch, ich hatte doch ein Rundballenlager. Zurück. Ach, das ist noch der Heuballen, genau, deswegen geht er nicht.
Dann können wir den hier erstmal voll machen. Ja, das passt nicht vom Winkel. Dauert einen Moment, dann schuppen wir die nochmal rein. Oh, da sind die ersten erschienen. So, da haben wir doch schon einige drin. Weiß gar nicht, wie viele noch reinpassen. Da sind schon 120 passen rein. Dann nehmen wir die nochmal auf. Haben wir alle weg? Ne, einer ist da noch. Und verteilen die anderen hier auf den anderen Bereich. So, 8 Stück, das müsste ja passen. Und den LKW schicken wir dann zur Zuckerfabrik. Wo wir Zucker abholen müssen, weil ich habe gesehen, der Fett hat da den Ausgang kleiner gemacht mit 500.000. Das war vorher 1 Million. Und ja, wir haben 155% drin. Wir können mal eben springen. Zur Zuckerfabrik. Hier ist der bei der Zuckerfabrik Wasser hinbringt. So, wir haben 500.000 im Output, haben ja 131% so drin. Aber ja, gut, weil ich hier schon welche rausgelassen habe. Ich habe hier 24 Paletten schon ausgelagert. Deswegen sind da nur noch 131%. Aber wir müssen Zucker verkaufen. Auf jeden Fall 2-3 Mal. Damit wir, dass die Zuckerfabrik wieder läuft. Schau mal eben gerade. Zucker 1225. Beim Großhandel, da sind die Preise beim Großhandel ja auch angepasst worden. Und ich habe wie Fett auch die Silagepreise ein bisschen erhöht. Ich habe hier auch das Doppelte wie Seasons, ja. Wir haben ja nur noch 270 gekriegt. Jetzt kriegen wir 540. Nahrung zur Neige müssen wir schauen. Aber wie gesagt, das ist die vorwiegende Aufgabe. Und den können wir ruhig lassen. Wir können dich nehmen. Wir müssen auch wieder Schweine zum Schlachter bringen. Durch die Nacht haben wir wieder einige dazu bekommen. So. Und dann würde ich gern auch noch eine Neuheit platzieren. Und das ist die Molkerei. So, Molkerei. Du sollst ja hier hinpassen.
Das passt schon mal. Da ist ein Tank. Da drüben ist auch noch was. Worin richtet man das aus? Da oben ist auch noch eine Halle. Da ist der Zaun. Oder ganz nach vorne ziehen. Das ist immer schwierig. Da sind auch noch Tanks. Springt auch teilweise sehr rum. Ich guck mal, dass ich. Ach, da stehen LKWs, okay. Moment, ich speichere mal kurz ab. Wo steckst du? Ah, du kommst hier nicht um eine Kurve. Moment. Dabei habe ich, meine ich, die Brücke schon einen Tick breiter gemacht. So, wir speichern einmal kurz ab. So, zurück und setzen dann die Molkerei. Ich würde sagen, wir versuchen es mal, dass die LKWs mittig vor den Toren stehen. So sieht das doch ganz gut aus. Können wir einen Tick zurück vielleicht? Ich weiß nicht, wie viel ich links noch Platz habe. Aber ich glaube, wenn ich die mal ansetzt. Springen wir mal dahin. So, jetzt sind wir in der Halle gespawnt. Machen wir hier mal auf. Ja, das passt alles. Das ist gut. Müssen wir nur gucken wegen den Bahnannahme-Leerpaletten. Okay, die kommen hier rein. Molkerei. Milch, Leerpaletten, Kartons, Papier. Können wir mal auch was holen? Wir sind ja bei der Zuckerfabrik. Vollmilch, Butter, Sahne, Joghurt, Quark. Gut. Wenn da Leerpaletten, dann kommt hier wahrscheinlich Papier und Karton hin. Genau. Hier kommt die Milch hin, dann haben wir ja alle Trigger. Also, okay, müssen wir gucken, wie das mit dem Autodrive-Kursen alles so hinhaut. Ich würde gern, ja, du bist hier. Einmal rausnehmen. Umschalten auf Paletten. So,
die ersten 16 Paletten. Noch 4. So, wir sind voll. Dann werden wir hier einmal drehen. Vorsichtig. Laterne. Und können ihn dann zum Großhandel schicken. Damit wir unser Geld wieder aufstocken. Das waren fast 900.000. Ja, du wartest auf die nächsten Düngerfunktion. Du füllst die Zuckerfabrik weiter und hier wollen wir uns den Schwein nochmal annehmen. Wie gesagt, hier bekommen wir jetzt auch eine mal raus. So, ein Strohballen auch hier raus. Wir müssen die anderen aber auch noch verteilen. Komm, das machen wir jetzt eben wenigstens in den beiden Stellen. So, einmal. So, da verschwinden schon gleich zwei Ballen. Der dritte Ballen. Ah, der vierte. Oh, sind auch nur noch 1000. Dann wird das hier genauso sein. So, und da ist er weg. Aber man sieht gar nicht, dass Stroh irgendwie aufgefüllt wird. Können wir vielleicht den so schieben? Ah, geht nicht ganz. Komm, dann müssen wir so ein bisschen werfen. Dann kriegen wir wenigstens schon mal zwei in die Richtung. So, einmal. Stroh wird ganz schön viel verbraucht, muss ich schon sagen. Weil das sind jetzt 12.000 schon allein drin. Ups. Aus der Hand gefallen. So. Und der verschwindet auch. Schweinestall. 22.000. Ja gut, man muss überlegen, das sind auch wieder für 4 Tage. Nicht für 2, wie Seasons eigentlich vorschreibt. Also die beiden Sachen habe ich verändert. Einmal die Fütterungszeit von 2 Tagen, die in den Trögen sind, auf 4. Und eben jetzt den Silagepreis. So, die Felder haben wir ja gedüngt. Hat auch sehr gut geklappt. So, wir wollen Jungtiere haben. Sonst voll.
Bestätigen. So, den Schlachter haben wir jetzt bei Tiere dabei. Mal ein bisschen schließen hier. Wir brauchen jetzt den Weil wir haben gesehen, wir haben schon wieder, der Stall ist jetzt okay. Hier haben wir schon wieder über 30 dazu bekommen. Hier sind 20 dazu gekommen. Wir haben sogar eine Kuh noch dazu bekommen jetzt. Hühner sind wir jetzt an der Grenze. Also da müssten wir mal die männlichen aussortieren. Dann könnten da noch ein bisschen was produziert werden, aber ansonsten sind wir da an unser Limit mit 500 Hühnern auch rangekommen. Ach, Getreidehandel hatte ich, Großhandel. Dahin musst du. So, du bist voll. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wie viel Milch haben wir denn noch? Wir haben noch 31.000. Dann können wir die vielleicht zur Molkerei bringen, damit wir die damit versorgen. Dann fährst du bitte. Reparaturen, nein, brauchen wir nicht. Es sollte aber noch der von der Silage da oben stehen. Nee. Ach nee, der zweite ist ja unterwegs. Ja, dann müssen wir dich halt losschicken zu BGA. Eingang ist eigentlich egal. Oh. Der MW-Truck kommt. Passt aber. So, der ist aber gut um die Ecke gekommen. Und ich habe jetzt noch keine gesehen. Ich muss nun mal zum Sägewerk springen, weil da waren immer die paar Bäume, die dann noch gespawnt sind. Oh, hier ist ein kleiner im Gebäude. Muss ich mal gucken, dass ich da hochkomme. Vielleicht kriegen wir den hier noch weg. Ja, hier die Bäume. Die muss ich noch verschieben. Ansonsten geht's eigentlich. Den Stromkasten hatte ich hier auch schon verschoben. Genau, der steht da. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also, der Wechsel war jetzt ganz gut. Gucken noch mal hier drüben. Ja, das passt. Das passt. Bisschen ragen es rein. Ich muss mal gucken, dass wir hier vielleicht die Beine ein bisschen trennen. Oder einen wegnehmen. Aber ansonsten, hier drüben, der Ausgang war auch okay. Und da hatte ich dann die Bäume schon mal ein bisschen verschoben. Mittlerweile weiß man ja schon,
ungefähr, welche Bäume man verschieben muss. Ja, das sieht gut aus. Genau, passt. So, und du, dich nehmen wir mal raus und holen uns. Ah, seht ihr? Wenn man hier, die muss ich auch noch löschen. Da stehen nämlich Gebäude in Gebäude. Stellen wir den mal hier draußen. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich die Hallen auch noch wegnehmen muss. Mach mal Licht aus. Dann können wir doch einfach hier rumspringen. Und können ihn dann sagen, er soll zum Kuhstall. Kuhstall 1 Milch abfahren. So, hier sind die Schweine beim Schlachter. So, machen wir Klappe runter. So, waren denn hier schon alles produziert durch die Nacht? Dann dürfen. Nee, 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 nee. 15.000 haben wir ja jetzt hingebracht. Wurde fast gar nichts produziert, aber die läuft doch, oder? Schwein ist aktiv, ja. Dann können wir dich wieder zurückschicken. Und hier können wir jetzt den ersten Zucker verkaufen. Dürfte auch gut drin sein. Dann kannst du wieder zurück, aber Tür schließen. Was hat das jetzt gebracht? Die 16 Paletten 100.000. Ja, alle Achtung. Und wir müssen mit Sicherheit noch zweimal fahren, um überhaupt, ja, damit die Zuckerfabrik wieder produziert, um dann auch Rübenschnitzel zu bekommen. Nein. So, wir haben 24 ausgelagert, aber wir können maximale wieder ausladen. Wir kriegen nur 8 Stück raus, okay. Also wir werden noch dreimal fahren müssen, so wie es aussieht. Da kommt schon der LKW. Weil wir hatten ja beim ersten Mal 24 ausgelagert. Du kannst hier die Paletten wieder wegnehmen. Ich hoffe, der MB-Truck hat da noch ein bisschen was zu tun. Wir sind voll. Er lässt uns hier noch in Ruhe drehen. So, aber jetzt bitte
zum Großhandel und nicht zum Getreidehandel. Oh, der ist noch am Abtanken. Gut. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch 1.4 mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.